Das Vocal finde ich auch sehr cool. Mabib. Oder was der sagt. Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch. Das ist eine neue Ausgabe des Track Ratings. Heute für euch Adrian Franke mit Sultan. Ja, ein Track mit DJ-Intro. Da müssen wir ein bisschen skippen. Und wir müssen ein bisschen reinzoomen, damit wir auch sehen, wo die Kickdrum aussetzt. Weil so sieht das doch alles recht ähnlich aus. Ich finde den High String ganz geil, diesen Miep. Auch ganz nette Elemente dabei. Gehen wir erstmal so auf das Technische ein. Also den Bläser finde ich nicht schlecht. Die Trompete oder was das ist, das kommt ganz gut. Die kommt auf jeden Fall, klingt auch recht real. Ne, ist immer gut, irgend so ein reales Element mit reinzunehmen. Ansonsten bleiben wir natürlich sehr extrem auf diesem einen Ton. Dum, dum, dum. Ändert sich nie, ne? Nee. Fällt damit natürlich unter die Kategorie Tool, würde ich mal sagen. Wobei natürlich mit der Trompete auf jeden Fall ein markantes, catchiges Element dabei ist. Das Vocal finde ich auch sehr cool. Mabib. Oder was der sagt. Ich habe eigentlich gar nicht so viel auszusetzen. Wollte ich nicht aufs Technische erstmal drauf eingehen. Das sieht alles soweit eigentlich in Ordnung aus. Haben wir die Waveform auch hier? Wir haben sie auch hier. Was sagt denn die Lautheit? Also mein Gefühl sagt mir, es ist eigentlich noch im Rahmen. Vielleicht die Trompete ein bisschen zu krass. Wo haben wir denn hier so? Hier scheint es mir das Maximum zu sein. Scannen wir mal. Ja. Minus 5,7, minus 5,6. Also absolut im Rahmen. Kickdrum. Wenn wir uns das hier anschauen. Ist interessant. Das müsste ja ziemlich sicher die Kickdrum sein. Das müsste die Clap sein, weil wir hier weniger Obertonzacken haben sozusagen. Bei der Kick sehr interessant, dass der Bereich hier am stärksten ist. Und zwar ist das dann weder der Kick noch der Sub-Anteil, irgendwo sowas dazwischen. Aber das ist halt auch nur eine Schwingung. Ist soweit okay. Vielleicht hätte man den Sub-Bass-Anteil sogar noch mehr sättigen können, sodass wir im Prinzip hier noch also nicht so starke Schwankungen in der Kickdrum an sich haben. Obwohl wir hier, also das ist immer der eine Teil dieser Schwingung, das ist jetzt wieder die Clap, das erkennt man daran, dass der Bassanteil hier die noch weiteren Obertöne hat. Immer wenn das weniger ist, dann handelt es sich nur um die Kick, hier zum Beispiel. Ja, vielleicht da, wie hört sich das denn im Groove an? Okay.
Ja, also die Betonung ist schon definitiv auf dieser Kick. Aber ist okay. Vom Groove her ist natürlich ist der Klassiker dieses, die Kick gibt den Takt an und dazwischen haben wir eigentlich so einen Bassteppich. Und auch vom Verhältnis ist das in Ordnung. Wir sehen das immer, die Kick ist klar erkennbar und dazwischen der Bass geht dann runter auf minus 6, minus 7 dB. Das ist immer ein ganz gutes Verhältnis zwischen Kickdrum und Bassline, dass wir da eben dieses schöne rhythmische Spiel haben. Also die Kick muss immer vom Pegel größer sein als der Sub-Bass-Anteil, sonst haben wir einfach nur Dröhnen. Ne, wir müssen ja die Akzente durch die Kick setzen und der Teppich bleibt aber. Kann da nicht so viel aussetzen. Auch vom Stereo-Bild. Alles soweit in Ordnung. Solider Track. Wie finde ich den? Ich finde den Toolig ganz in Ordnung. Vielleicht so als Einstieg für ein Set. Ansonsten ist er vielleicht ein bisschen, mir fehlt ein bisschen die Power, die Energie, irgendwas da drin. Innovation, ja, so ein House-Tool ist so mittelinnovativ. Ist nicht tausendmal gehört, aber ist auch nicht richtig neu. Sounddesign finde ich ganz gut. Eigentlich alle Elemente, die ich gehört habe, klangen so, als seien sie sauber ausgearbeitet gewesen. Mixer und Mastering auch sehr, sehr sauber. Kann ich eigentlich nicht viel meckern. Dun, 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 dun. Ja, wie kommt der bei der Community an? Ja, ungefähr auch so die Tendenz. Wir sehen das hier. Also ein grundsolider Track. Das war Track Rating für heute. Ich hoffe, es war interessant. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.